Hallo da draußen und willkommen zu einem neuen Video von mir. Und zwar gibt es heute die Rezension zu Das Licht der letzten Tage von Emily St. John Mandel. Der Roman ist erschienen am 14. September 2015 im Piper Verlag, von wo ich freundlicherweise als Rezensionsexemplar zugesandt bekommen habe. Daher ganz dicken Dank an den Verlag. Die 403 fantastischen Seiten des Romans kosten in der broschierten Ausgabe, wie ihr sie hier seht, 14,99 Euro. Von mir hat das Buch 5 Sterne bekommen. Es ist jetzt schon eins meiner Leser-Highlights 2018 und deswegen steigen wir direkt mit dem Klappentext ein. Hoffnungsvoll düster, schrecklich zart und tragisch schön. Niemand konnte ahnen, wie zerbrechlich unsere Welt ist. Ein Wimpernschlag und sie ging unter. Doch selbst jetzt, während das Licht der letzten Tage langsam schwindet, geben die Überlebenden nicht auf. Sie haben nicht vergessen, wie wunderschön die Welt war, und sie weigern sich zu akzeptieren, dass alles für immer verloren sein soll. Denn selbst das schwächste Licht erhält die Dunkelheit. Immer. In diesem Roman geht es darum, dass eine Pandemie den Großteil der Menschheit ausgelöscht hat und die Handlung spielt kurz vor, während und nach dem Ausbruch dieser Krankheit, die die georgische Grippe genannt wird, an der ein Großteil der Menschheit einfach stirbt. Es gibt auch einzelne Szenen, die weiter in der Vergangenheit spielen, die aber alle irgendwie miteinander verknüpft sind. Und zwar darüber, dass es 5 Figuren gibt, aus deren Sicht der Leser die Handlung erlebt, zu unterschiedlichen Zeitpunkten in der Geschichte. Und diese Charaktere, ich nenne sie mal POVs, Point of Views, sind unwissentlich alle miteinander verknüpft. Sie kennen über einen bestimmten Knotenpunkt alle einander, beziehungsweise sind einander begegnet. Und auch nach der Pandemie begegnen sich die Überlebenden wieder, wissen aber nicht, dass sie diese gemeinsame Verbindung haben zueinander. Der Roman selbst ist erzählt in 9 Teilen und zwar heißen die Das Theater, ein Sommernachtstraum, Mit einer Krone gefällst du mir besser, Das Raumschiff, Toronto, Die Flugzeuge, Das Terminal, Der Prophet und Das Licht der letzten Tage. Was mir an dem Roman besonders gut gefallen hat, war neben den sehr ulkigen Überschriften der Teile teilweise, die aber schon sehr sinngebend für die Buchteile waren, denen sie voranstanden, war vor allem die Menschlichkeit der Protagonisten. Jeder der 5 Charaktere ist ein Individuum, hat seine ganz eigenen Schwächen und Stärken, seine ganz eigenen Sorgen. Und dadurch, dass wir die Charaktere eben in verschiedenen Etappen kennenlernen und in verschiedenen Zeiten beobachten, gewinnt der Leser ein sehr konkretes Bild davon, wer diese Figur ist. Des Weiteren finde ich an dem Roman großartig, wie die Menschlichkeit im Vordergrund steht, denn obwohl die Welt untergegangen ist, gibt es nach wie vor eine fahrende Truppe, die einen der Hauptteile dieses Romans bildet, es nennt sich die Fahrende Symphonie, die durch das zerstörte Nordamerika zieht und Symphonien aufführt und Shakespeare-Stücke spielt. Einfach um den Menschen ein bisschen Hoffnung zu geben und sie für einen Abend aus ihrem Alltagstrott und dem Kampf ums Überleben rauszuholen. Das fand ich großartig. Super gemacht fand ich auch die beiden Rahmungen, die dieser Roman hat. Zum einen sind das die gerade schon erwähnten Shakespeare-Stücke, mit denen es quasi anfängt und aufhört. Und die andere Rahmung ist eine in dieser Welt existierende Comicbuchreihe über eine Raumstation, die sich Station 11 nennt, was der amerikanische Originaltitel des Buches ist, auf die immer wieder Bezug genommen wird und auch von verschiedenen Charakteren Bezug genommen wird. Es hat mir einfach wahnsinnig gut gefallen. Der Schreibstil ist sehr, sehr flüssig, aber auch sehr poetisch. Die Beschreibung der Person, aber auch der zerstörten Landschaft, beziehungsweise der jetzt wieder zu einem Wildniszustand zurückkehrenden Landschaften, waren sehr eindrücklich. Gerade die Beschreibung direkt vom Untergang der Welt waren sehr realistisch, ohne dass zu viel gesagt wurde, falls das irgendwie Sinn macht. Also man sieht keine Szenen von Gewaltexzessen zum Beispiel, während die Welt untergeht. Man sieht aber deren Auswirkungen und kann sich sehr deutlich vorstellen, was da passiert ist.
Alles in allem kann ich dieses Buch einfach nicht genug loben. Ich kann es euch nicht genug empfehlen. Ich bin da so durchgeflogen und habe das in ganz großen Stücken gelesen. Ich glaube, ich habe das in 3 Etappen gelesen. Und es hat mir super gut gefallen. Wie ihr seht, ich habe auch eine ganze Menge Lieblingsstellen markiert, die mir einfach super gut gefallen haben, weil verschiedene Figuren einfach in verschiedenen Stellen sehr, sehr weise Dinge sagen und mir das sehr zugesagt hat. 5 von 5 Sternen, absolute Leseempfehlung und ich hoffe, dass ihr es alle zur Hand nehmt. Das war meine Rezension für Das Licht der letzten Tage von Emily St. John Mandel. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da und wir sehen uns dann zum nächsten Video. Bis dahin wünsche ich euch aber einen schönen Tag. Ciao!